Das Bild, das habe ich auch schon ewig. Das habe ich mal von einem Künstler geschenkt gekriegt an der Sengelmannstraße. Da habe ich noch im Zelt gelebt. Und dann hatte ich das Bild am Zelt so aufgehangen als Eingangsbild. So. Tja, ich dachte, ich hänge das jetzt mal so da so hin. Ja, das wollte ich mal erzählt haben. Das ist jetzt eine riesen Baustelle. So sieht man es besser, ne? Da ist jetzt auch eine riesen Baustelle. Habe ich auch schon an den Bahngleisen das Zelt gehabt, in der City Nord. Und ja, lange her auf jeden Fall. Das war, wann das war, bin ich dann zurück, 2009. Ja, trinke jetzt erstmal meinen Kaffee. Dann werde ich Schrauben sortieren und Nägel. Und ja, meine Bücher noch mal richtig einsortieren. Und die alten Aktenordner. Und dann werde ich irgendwie ganz viel Mineralwasser trinken, glaube ich. Ich habe, weiß ich auch nicht, bin irgendwie immer K.O. zur Zeit. Ja. So sieht das aus. Ja, ein bisschen chaotisch. Ja. Ich habe, der ist auch schon älter. Das habe ich da eine Leiste hingetan und kann den dann als Schreibtisch nutzen, dachte ich. Den werde ich aber noch mal umbauen und dann werde ich mal versuchen, ob ich einen Schlüssel kriege für das kleine Teilchen. Muss ich mal auf dem Flohmarkt gucken nach so alten Antikschlüsseln, die ich dann anpassen kann. Ja, keine Ahnung. Ja. Mein Lieblingsjob ist es nicht, sagen wir es mal so. Na gut, bis dann. Tschüss.